Familie Schmidt betritt am Heiligabend das Wohnzimmer und blickt mit weit aufgerissenen Augen in eine trostlose Leere. Wo sonst der Baum brennt und sich die Geschenke stapeln, nichts. Der Mann mit dem roten Mantel ist dieses Jahr offenbar ein Totalausfall. Weltweit herrscht unter den Christbäumen nur gähnende Leere. Kinder, 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 was für eine Enttäuschung. Mein Smartphone ist schon ein Jahr alt, ich brauche doch unbedingt das Neue. Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wo ist nur der Weihnachtsmann geblieben? Auch das Christkind hat Wind davon bekommen. Kollege Weihnachtsmann liefert in seinem Betriebsgebiet dieses Jahr aus irgendeinem Grund nicht ordentlich ab. Er wird doch hoffentlich nicht krank sein. Dann muss ich wohl einspringen und jetzt ziemlich Gas geben. Derweil irgendwo in Deutschland. In einem Haus steht wirklich alles zum Besten. Auch diese Familie traute ihren Augen nicht, als sie das Weihnachtszimmer betrat. Dort lagen zwar zuhauf Geschenke, aber auf dem Sofa lag die viel größere Überraschung. Der Weihnachtsmann persönlich. Das Haus der Familie habe ihm so gut gefallen, dass er gar nicht wieder gehen wollte. Er selbst habe am Nordpol ja nur so eine alte, zugige Hütte. Die Familie hat sich sehr gefreut, dass ihr neues Haus auch bei dem berühmten Besucher so gut ankam und hat ihn gebeten, doch noch ein bisschen zu bleiben. Und so ist man ins Erzählen gekommen. Letztes Jahr bin ich zweimal in Kaminen stecken geblieben, die zu eng gebaut waren. Und ihr glaubt ja gar nicht, immer diese Parkplatzsuche mit den Rentierschlitten. Vor 3 Jahren wollte mich die Polizei mal abschleppen, aber dann habe ich denen was erzählt, liebe Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. Aber wo sind eigentlich seine Rentiere und der Schlitten? Die haben es sich nebenan gemütlich gemacht. Der Makler war wirklich sehr vorausschauend, als er der Familie damals zu der großen Doppelgarage geraten hat. Aber was ist das da oben am Himmel? Ein Weihnachtsstern? Hier steckt er also. Nein, das war keine Sternschnuppe. Es war das Christkind, das gerade mit stark überhöhter Geschwindigkeit von Haus zu Haus flog, um den Arbeitsausfall des Kollegen zu kompensieren und tausenden Kindern noch ihre Geschenke zu bringen. Nach einigen Überstunden ist es nun ziemlich gestresst und bei aller Nächstenliebe auch ganz schön genervt vom Weihnachtsmann. Mein lieber Freund, das kannst du doch nicht bringen! Du lieber Himmel, ist es schon so spät? Es war halt so gemütlich hier, da habe ich glatt die Zeit vergessen. Ist schon gut, dann sei dir vergeben, aber jetzt zügig an die Arbeit. Hier noch ein Geschenk für Sie, der Kontakt unseres Immobilienmaklers. Der kann Ihnen sicher auch am Nordpol etwas vermitteln, wo Sie sich das ganze Jahr über wohlfühlen.